Und jetzt hat das, ich muss sagen, seit ein paar Monaten die Börse entdeckt. Aktien sind gestiegen. Also von 35 Häusern haben lediglich 4 Probleme bei Adyen gesehen im Vorfeld. Das ist an und für sich schon ein Warnzeichen, wenn man das sieht. Ramon, im letzten Video vor dem Urlaub hast du gesagt, dass du bei tieferen Kursen zukaufen möchtest. Will ja jeder bei tieferen Kursen, aber jetzt sind sie etwas tiefer. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich gut, weil ich habe schöne Ferien gehabt. Ah, okay. Kurse sind tiefer, aber jetzt kommt ja wieder die große Frage: Sind sie tief genug? Ja, das finden wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Minuten heraus. Ja, was sind denn so die Themen? Du hast gesagt, dass du jetzt schon mit deinen Kunden da und dort etwas gesprochen hast. Was sind so die Themen jetzt gewesen? Ja, jetzt auf einmal sieht man, dass sich was verändert hat. Die Zinsen sind gestiegen und somit sagt man ja, die Bewertung der Aktien sind doch eher hoch. Und ich denke, die Bemerkung, ja, ich bin jetzt aus den Ferien zurück, die Welt hat sich verändert, Das hast du gehört so. habe ich so gehört, ist sicher spannend, aber ich muss sagen, das Einzige, was sich geändert hat für mich, ist, es ist heiß heute draußen. Ja, und das führt vielleicht dazu, dass man auch mal etwas mehr zurückliegt und sich etwas mehr überlegt und dann eben feststellt, dass eben nicht alles so wirklich wunderbar ist und so. Ja, gut, ich meine, wunderbar. Das ist ja Ja. jetzt, man hat lange Zeit, ich würde sagen, bis Ende Juli musste man einfach long sein. Ja, das war so das Thema, was rumgeschrieben. Genau, und dann kam der August und wieso auch immer, jetzt ist es nicht mehr so sicher, dass die Also Aktien das ist die steigen. Wahrnehmung, aber de facto sind wir ja schon seit irgendwie Anfang März seitwärts gelaufen an den Märkten. Nur hat es niemand gemerkt und jetzt merkt man es und jetzt braucht man Gründe dafür oder so ist es Richtig, doch. und das hast ja du Ja. häufig aufgezeigt, dass es seitwärts läuft. Jetzt die Zinsen, was siehst du jetzt da für Probleme? Also man kann ja sagen, haben sie ja bisher ausgehalten, die Aktien und so und auch die Wirtschaft. Siehst du da Probleme? Nein, ich glaube, das ist mehr die Perception des Marktes, dass man jetzt sagt, ja, ich meine, Zinsen, USA, 5%. Jetzt auf einmal kann man sich vorstellen, dass auch die längerfristigen Zinsen steigen. Staat hat bekannt gegeben, er muss mehr Geld aufnehmen, weil weniger Einnahmen da sind, Schulden sind höher. Und jetzt kommt die völlig überraschende Berechnung, ja, wir haben höhere Zinsen, somit kostet ja die Schuld noch mehr Ja, das ist und so. das wird dann auch wieder noch negativ gesehen. Also bei den Zinsen ist man jetzt, ich denke, irgendwo bei diesen 70, 80% negativ sehen angelangt. Also, wenn wir jetzt mal vorausschauen, könnte das ja schon so eine Negativspirale auslösen, weil die Kurse irgendwie runterkommen oder man wird immer skeptischer und findet immer mehr Sachen, die dann irgendwo belasten. Also so ein gewisses Potenzial gibt es ja da schon. Also. Das ist sicher da. Und ich meine, wie du gezeigt hast, die Leute haben nicht wirklich viel verdient über die letzten Monate, sondern eher ein bisschen verloren, weil die meisten Käufe, denke ich, sind dann irgendwo Ende Februar bis Mitte Juli entstanden, Und oder? im Tech-Sektor, oder vor allem, wo da die Aktien dann in US-Dollar oder Nasdaq, wo die da dann im US-Dollar angesetzt sind und Ja, da ist natürlich der Dollar noch negativ gewesen. Und auf der anderen Seite. also negativ, der Dollar ist ja, hat einen Wert verloren und wenn du natürlich die Aktien dann zurückwechselst, also das Geld, wenn du sie verkaufst in Schweizer Franken, wie Ja, wenn du Schweizer Investor bist und Dollar kaufen musstest, um die Aktie zu kaufen und jetzt der Dollar 10% weniger wert ist, dann kriegst du weniger Franken Ja, raus. da kann die Aktie 10% gestiegen sein und du verdienst nichts. Oder? Das Genau. ist so, ja, richtig. Ja, das ist ja das, was so vielen so schwer fällt, das irgendwie miteinander zu verkoppeln, dass eben Währungen halt doch eigentlich recht große direkte Einflüsse auf die Indizes haben und auf die Aktien. Jetzt, du hast mir von einem Fall erzählt aus, glaube ich, Niederlande ist das, Adyen. Das ist eine Ja. ganz interessante Geschichte. Ja, sicher, das ist eine Aktie, die war geliebt und wurde auch von allen empfohlen oder fast allen Ja. empfohlen. Aktie ist sehr stark gestiegen. Also
empfohlen. Ich habe mal nachgeschaut. Oder? Auf Bloomberg, da gibt es einen Bericht und die schreiben von 35 Analystenhäusern, also Bankhäusern, wo die Analysten darauf angesetzt sind, und man muss ja sagen, dass die covern oder decken so vielleicht 5, 6, 7 Aktien ab, Firmen, haben ja die Freiheiten vorbeizugehen und das kritisch anzuschauen. Also von 35 Häusern haben lediglich 4 Probleme bei Adyen gesehen im Vorfeld. Und das ist an und für sich schon ein Warnzeichen, wenn man das sieht, weil die Frage ist ja dann, wer soll dann jetzt noch zusätzlich positiv darauf werden? Auf der anderen Seite, das hätte man, denke ich, schon vor 10, 12 Monaten sagen können. Mhm. Die Aktie ist dann aber auch nicht mehr wirklich gestiegen, wenn man den Chart anschaut. Mhm. Und dann kam jetzt eben, ich sage, die Hiobsbotschaft, dass auf einmal das Wachstum ein bisschen weniger groß ist. Und wir reden nicht, dass die Firma irgendwie Verlust gemacht mhm. hat, sondern es ist einfach nicht mehr, ich weiß die Zahlen nicht, 50% gewachsen, nur 40. Ja, ja, genau, genau. Etwas 16%, glaube ich, weniger Wachstum. Ja. Und dann gibt es da die negative Überraschung. 40% hat die Aktie verloren, ja. Ja, Ende vergangener Woche. Und was mich immer erstaunt, oder da kommen dann die Analysten, die sehen dann, oh, okay, nicht den Erwartungen entsprechend. Und dann wird die Aktie runtergeratet. Eigentlich ist ihre Leistung nicht den Erwartungen entsprechend. Und sie kommen ja im Nachhinein. Und, ja, also ja, der passt dann sein Modell an. Der hat dann jetzt halt einfach seine Gewinnzahlen für die nächsten 4, 5, 6 Jahre um 20% runtergeschraubt. Und dann gibt es halt weniger Value. Und dann sagt er jetzt sicher auf einmal noch, die Zinsen sind ja auch noch höher und sollte mehr Riskprämie drauf haben. Und das passiert dann. Ja, da kann sich jeder dann ja selber überlegen, was das überhaupt bringt am Ende, diese ganze Sache. Jetzt, du gehst ja auch immer selbst bei Firmen vorbei, finde ich auch sehr gut, oder? Du bist Investor auch. Du warst jetzt gerade vorhin, bist direkt vom Mobile Zone gekommen, hast du erzählt. Das ist so, ja. Und da ist vielleicht eine ähnliche Geschichte, wo auch die Leute vor, ich sage jetzt 2 Jahren, 1,5 Jahren, das Gefühl gehabt haben, die Firma, die wächst jetzt auf einmal stark. Die Aktie ist stark gestiegen von, ich würde sagen, 9 bis 17 Franken. Ja. Und dann hat sich das Wachstum ein bisschen verlangsamt, vor allem Deutschland. Und die Aktie kam dann zurück. Und jetzt haben sie letzten Freitag Zahlen präsentiert, die auch unter den Erwartungen waren. Ja. Mit dem Unterschied, dass die Aktie im Vorfeld schon von 17 auf 13,5 gefallen. Ja. Jetzt ging es nochmals runter bis fast 12. Und wenn ich jetzt mit der Firma spreche, dann muss ich sagen, das Geschäft scheint sich zu erholen. Ja. Und ich würde sagen, also die Chancen sind jetzt größer, dass wir wieder Preise bei 15, ja, 16 sehen. Ist ja klar, du gehst jetzt hin und wirst das so wieder zurückkaufen, wo es günstiger geworden ist. Ja. Genau, das ist jetzt eine dieser Aktien, die ich jetzt wieder kaufe, nach dem Urlaub natürlich. Ja gut, also du musst jetzt nicht verraten, wenn du das machst, genau, das wird irgendwo wahrscheinlich dann in nächster Zeit sein. Ja, was da noch ein Thema ist, was ja da rumgeht, ich bin eigentlich ganz erstaunt, also das mit diesen Abnehmmedikamenten. Ja, das ist Abnehmen großes Thema, vor okay. allem USA, aber ich glaube auch hier. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute ein paar Pfunde zu viel haben, aber doch einige. Ja. Und da gibt es ja dieses Insulin-Medikament, ja. wo man jetzt festgestellt hat, dass das beim Abnehmen hilft. Weiß man aber auch schon ein bisschen länger. Und jetzt hat das, ich muss sagen, seit ein paar Monaten die Börse entdeckt. Aktien sind gestiegen, Novo Nordisk, Eli Lilly. Und jetzt geht das so richtig in die Breite. Da werden jetzt Videocalls organisiert. Und ja, ich meine, ist sicher schön, wenn man abnehmen kann mit einer Insulinspritze. Ist vielleicht nicht die richtige Idee, ja. aber ich denke, großes Potenzial, aber der Markt hat jetzt sicher sehr, sehr viel vorweggenommen. Also mich wundert das ja immer. Wir sehen ja diese Entwicklung, Ramon, wir kennen uns ja schon, keine Ahnung, 20 Jahre oder sicher, so. Ja. Wir sehen ja solche Entwicklungen immer wieder. Also ich meine, KI, das haben jetzt im Mai und Juni, noch im Juli sind alle da ausgeflippt, wenn sie diesen Begriff Klar. gehört haben. Aber ich meine, wir setzen ja das im Job schon lange ein, seit 2 oder 3 Jahren schon. Und da kommt
kommt auf einmal die Masse und sagt, hey, KI musst du haben und so. Klar, das, aber das ist ja die Börse. Ja, diese Themen, die können da sein, schlafen und dann auf einmal werden sie aufgeweckt. Mhm. Und bei Aktien ist dasselbe. Und dann kommt der Hype und dann ist wieder die andere Seite. Ja, was man eigentlich auch sieht, das hat schon auch mit Fakten zu tun, das Ganze. Das muss irgendwie stimmen. Sicher. Aber es ist irgendwo das Sentiment am Schluss, das einfach die Leute halt die Emotionen hervorholt, wo sie dann einfach dem Zeug nachrennen und die Kurse nach oben treiben. Am Schluss ist es wirklich, sind das wirklich Gefühle, ja, die dann entscheidend sind. Und wir haben es jetzt gesehen, Mobile Zone auch, oder ja, auf ja, der anderen Seite. Richtig. Und ich denke immer, dass das Sentiment oder wie man etwas anschaut, das macht auf beide Seiten 20% aus. Mhm. Und dann kann man, ich sage jetzt vom Low zum High, wenn es 40% passiert, raufgehen oder runter, ohne dass sich irgendwas verändert hat, fundamental bei der Aktie. Also apropos Gefühle, was ist dein Gefühl? Wo sind wir beim nächsten Video, was wir aufzeichnen? Am Markt sind wir tiefer oder? Die Frage wird sein, wann ist das nächste Video? Aber ich gehe weiterhin davon aus, dass wir bis nächsten 2-3 Monate tiefere Preise sehen. Bist du ein Bär eigentlich? Nein, bin ich nicht. Ein richtiger Börsenbär bin ich nicht. Aber ich finde einfach, das Sentiment war so positiv. Man hat einfach Aktien gekauft, weil man keinen Zins hatte. Und jetzt auf einmal sagt man Zins, ich kriege Zins. Wieso habe ich dann Aktien? Ich verliere ja Geld. Mhm. Und diese Spirale könnte sich vielleicht auf einmal ein bisschen akzelerieren. Wie du ja sagst, vielleicht gibt es einen Rebound. Aber jetzt denke ich schon, einige Leute wären gar nicht unglücklich, wenn ein Rebound käme. Es wird eng, glaube ich auch. Also wir werden jetzt sicher irgendwie so eine Beruhigung sehen, die nächsten paar Tage. Und dann wird es in die nächste Runde gehen. Und man darf nicht vergessen, Nvidia kommt ja bald mit Zahlen. KI kann die Börse wieder retten. Gut, wir werden sehen. Also vielen Dank. Tschüss, Ramon. Ciao, Olam. Bis zum nächsten Mal.